Hey. Hey! Ab in den Süden! Der Sonne hinterher, Eo, was geht? Der Sonne hinterher, Eo, was geht? Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen nachkommentierten Gameplay von dem PlayStation-User Buddy12 vom EPA-TA-Clan und er hat ein sehr gutes Gameplay erspielt und werde euch natürlich im Hintergrund mal wieder ein paar kleine Geschichten erzählen, die mir so einfallen. Und natürlich fangen wir gleich mal an und drücken gleich mal auf die On-Taste. So, da sind wir schon dabei. Und er hat natürlich auch ein paar Waffen dabei. MSMC, schnelles Magazin. Und das ist natürlich schon mal was ganz Gutes. Was bedeutet eigentlich immer dieses angepasst? Das werde ich niemals verstehen. So, am Anfang hat er natürlich noch ein paar Problemchen, aber er wird sich im ganzen Spiel natürlich behaupten können. Da hat er natürlich jetzt schon den ordentlichen Kill gemacht. Und ja, ihr habt gerade gehört, ich habe gerade Eo, was geht? Ja, Sonne hinterher gesungen. Und zwar habe ich einfach gedacht, weil der Name Buddy bedeutet Buddy 12. So, dann mache ich doch einfach mal diesen Song, weil der Singer dieses Songs heißt ja Buddy. So, aber das ist jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern es geht jetzt hier mal um ein kleines Thema. Genau. Und zwar Armut. Nee, nicht Armut, sondern Globalisierung. Und zwar Nestlé. So, ich werde heute mal über Nestlé sprechen. Der kennt ja wahrscheinlich alle. Nestlé, trinken, essen, Schokolade. Aber es geht mir eigentlich um dieses Wasser. Und zwar Nestlé-Wasser. Und zwar gibt es da einen riesigen Skandal. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt der neue Edward Snowden, der euch jetzt alles erklären wird in diesem kleinen Video. Und zwar, ihr müsst es euch so vorstellen. Und zwar, Nestlé, dieser Konzern aus der Schweiz, produziert ja auch Wasser. Und zwar in den USA. Und dort wird sogenanntes Pure Life verkauft. So heißt diese Wassermarke. Also ein Liter dieses Pure Lifes kostet etwa 1,20 $. Dieses Wasser kommt aber aus dem Leitungswassersystem von Denver und hat einen Preis von 1,5 Cent pro Liter. Das bedeutet, Nestlé verkauft ein Liter Leitungswasser, verkleidet als Pure Life, was eigentlich das Leitungswasser von Denver ist, für 1,20 $. Leute, das ist Globalisierung, das ist Verarschung, das ist der absolute Wahnsinn. Leute, Nestlé ist sogar in Afrika tätig und pumpt dort das letzte Wasser ab. Die Einheimischen haben natürlich kein Wasser mehr, das heißt, das ganze Wasser ist dort richtig verdreckt, absolut schmutzig und nicht mehr natürlich. Die letzten Liter zapft Nestlé ab. Mit einer ganz wagemutigen Begründung, und zwar die Begründung, Wasser braucht einen Wert. Das sagt dieser Firmenchef von Nestlé. Wasser braucht einen Wert, sonst nichts. So ein Quatsch. Wasser ist ein wichtiges Gut, wo wir aufpassen müssen. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber er darf dieses Wasser doch nicht hier wie Gold behandeln. Die Leute brauchen doch Wasser in Afrika. Und die Leute arbeiten sogar in Afrika in diesen Nestlé-Fabriken und bekommen für 12 Stunden Arbeit gerade mal einen Liter Wasser geschenkt von Nestlé. Und die Leute von Nestlé sagen sogar in Afrika: Hey, Leute, ihr könnt doch Wasser kaufen im Laden. Aber jetzt sagt doch mal einem Afrikaner, der 400 € im Monat verdient, 15 Familienmitglieder zu ernähren hat, und 1,50 $ für einen Liter Wasser bezahlen muss, ja, ich kaufe jetzt im Laden Wasser. Das ist Quatsch, Leute. Das ist völliger Quatsch. Und dort sind auch diese unhygienischen Bedingungen, zum Beispiel Pisse und Kot, bei diesen Anlagen, bei diesen Pumpstationen in Afrika ist überall Kot, Dreck und Blei und was weiß ich. Das sickert dann alles ins Grundwasser und das trinken wir alles mit sozusagen. Nur dieses Wasser wird gefiltert. Das heißt, im Endeffekt hat Nestlé eine riesige Brühe mit Urin, Kot, Scheiße und Gifte und die werden dann gefiltert
und dann haben wir dieses Wasser. Aber in diesem Wasser, was wir trinken von Nestle, war schon Pisse oder Kacke von irgendwelchen Elefanten drin. Und das ist natürlich eine Sache, wo keiner darüber spricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland ein Wasser kaufe aus der regionalen Quelle, dann kannst du dir 100% sicher sein, dieses Wasser ist sauber. Es kommt direkt aus der Quelle. Aber was dann Nestle produziert in Afrika, dann dieses Wasser zu produzieren, ist für mich ein ganz großer Betrug. Und ich wende mich jetzt gegen die Firmenzentrale, dass ihr, was ihr hier tut, wirklich großer Betrug ist. Ihr betrügt die Menschen und nutzt die Armut der Menschen aus. Und ihr denkt, mit Geld kann man alles machen. Ihr habt natürlich recht, mit Geld kann man alles machen. Da habt ihr wirklich schlau aufgepasst. Da habt ihr etwas gelernt. Mit Geld kann man alles machen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber, naja, was soll man dagegen tun? Ich würde dafür berufen, dass man vor die Nestle-Zentrale geht und dort mal richtig demonstrieren tut und mal hier mal richtig aufräumt und ja, mal etwas tut. Aber das wird wahrscheinlich niemals kommen. So, also Leute, wir haben hier schon ganze 6 Minuten hinter uns und ganze 17 Abschlachtungen. 12 Tote, 4 Eroberungen und eine Verteidigung von Buddy 12, EPTA-Clan. Ganz geile Sache, du hast eine geile Waffe jetzt hier mit der Typ 25 hier am Start. Die Waffentarnung finde ich richtig geil. Und der Affe ist mir auch ganz sympathisch. Ich glaube, das ist der Affe vom Zombie-Modus. Leute, ich sage jetzt einfach mal ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Games kommt auf der PlayStation 3, Mann. Ich habe euch bestimmt schon jetzt wieder hier ein bisschen überzogen hier, weil ich jetzt in 1080p aufnehme. Und Leute, haut rein, bleibt mir treu. Bis dann. Ciao. Ups, ich muss noch ausdrücken.